hier nennen lassen. Ich sage immer scherzhaft vorne weg. Ich verbringe mit Ihnen auch die ganze Nacht. Es gibt ganz, ganz viel zu erzählen. Ich bedanke mich für die Einladung bei Heiko Wildberg. Ich sehe in Germersheim, wenn ich hier bin, auch immer viele Freunde, die man sonst viel zu wenig sieht. Deswegen habe ich mich besonders gefreut, heute in Germersheim auch sprechen zu dürfen. Ja. Ich bringe Themen mit, Familie und Bildung, das sind so die leisen Themen, über die recht wenig in der Presse steht, es sei denn, die SPD-Familienministerin noch Dr. Giffey, oder nein, sie darf den Doktor ja behalten, habe ich gehört. Da wurden ja extra neue Regelungen gefunden, die eigentlich so gar nicht vorgesehen sind, damit sie dann nicht desavouiert wird, aber ist okay. Also Frau Giffey hat ja den Hang dazu, ein starkes Familiengesetz zu machen oder ein gutes Kita-Gesetz. Also da stehen die Attribute immer mit dabei, damit auch jeder kapiert, dass es tatsächlich so sei. In Wirklichkeit kommt man dem Geld für das gute Kita-Gesetz von sehr wenig in den Kommunen bei den guten Kitas an. Und im Grunde genommen ist es jetzt noch schlimmer als vorher. Das Gleiche mit dem starken Familiengesetz. Das ist meiner Meinung nach eine weitere Form, wie man den Familien beibringt. Ihr seid nicht mehr gewollt, braucht man immer. Ja, also es ist völlig unvorstellbar, wie eine Familienministerin im Ausschuss agiert, ob das ist jetzt wirklich passiert. Sie kommt rein und stellt sich vor als Frau Dr. Giffey. Sie ist die Sprecherin und Vorsitzende des Frauenministeriums. Okay, ja, also Familienministerium ist jetzt Frauenministerium und im Grunde genommen ist das eine der Dinge, die bei uns gravierend falsch laufen. Sehen Sie an allem, und das geht jetzt an die Herren hier, vor allen Dingen an die über 50, an allem, was in Deutschland jemals schiefgelaufen sind, sind ja die Männer über 50 am besten noch weiß und heterosexuell schuld. Und deswegen gehen Sie jetzt bitte für den Rest des Abends in eine Büßerhaltung, okay? Sie sind alles schuld und Sie werden auch nicht mehr berücksichtigt. Dann kommen wir direkt auf mein erstes Thema. Frau Dr. Giffey, getrieben von den Linken und den Grünen, möchte gerne im Bundestag demnächst verabschieden ein Gesetz zur Quote. Ja, Frauen, mehr Frauen in die Parlamente, was ich eine ungeheure Unverschämtheit finde. Ich weiß ja nicht, wie es den Damen hier geht. Also für meine Begriffe müssen Menschen in die Positionen, die dafür qualifiziert sind. Ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ich habe das im Bundestag auch schon gesagt, ich verbitte mir, dass man die Gesellschaft so durchsexualisiert, dass man als allererstes beim Bewerber schaut, ist das Männlein oder Weiblein und nicht schaut, ist er qualifiziert oder nicht, sondern man muss dann irgendwelche Quoten berücksichtigen. Und wissen Sie was noch, das ist ja sowas von inkonsistent und inkonsequent, wo letztens der Staatssekretär Roth gesagt hat im Plenum, es gibt 68 und mehr Geschlechter. Wie möchten Sie das denn quotieren? Das wird ja besonders spannend. Wie wollen Sie denn 68 Geschlechter quotieren? Also wenn dann jemand Cisgender, Sternchen, oben, unten, Unterstrich, sonst irgendwas ist, kriegt derjenige dann automatisch den Job, weil das die einzige Person ist. Also das ist einfach sowas von irre, aber dafür geben wir Geld aus. Kommen wir mal direkt dazu, was Familienministerium fördert im Moment, auch wieder mit diesem Haushalt. Das Familienministerium fördert ganz stark die Abschaffung der Familie, weil die Betonung der Ausgaben der Gelder nicht die Familien sind. Ein ganz, ganz großer Posten, 115 Millionen Euro waren es im letzten Jahr, der ist dieses Jahr noch aufgestockt worden, geht in das Projekt Demokratie leben. Sehe ich ein paar Leute, die sind so alt wie ich oder sogar noch ein bisschen älter. Sie haben alle das geschafft, ihre staatsbürgerlichen Pflichten wahrzunehmen und auch ihre Rechte, ohne dass sie dieses Schulfach jemals hatten, ohne dass ihnen jemals jemand erklärt hat, was Demokratie ist und welche Partei sie wählen sollen, weil darum geht es ja. Also dieses Projekt Demokratie leben ist ein anderer Begriff für, wir erklären den Kindern ab Kindergartenalter, dass bürgerlich und Werte konservativ rechts und zu vermeiden sei und man bitte links denken möge, sozialistisch, gerne auch sehr ökologisch orientiert, ökosozialistisch, aber nicht
Familien und so weiter. Das halte ich für total bedenklich, weil wir einfach in eine Situation hinlaufen, wo ganz viele, ich sag mal, normale Menschen ausgegrenzt sind aus der Gesellschaft. Also alle die, die zu Hause noch leben in einer sogenannten klassischen Familie, bestehend aus Vater, Mutter, Kind oder Kindern, die sind dann automatisch konservativ, rechts, reaktionär und so weiter. Ganz, ganz, ganz gefährlich für unsere Gesellschaft, weil das möchten wir ja alle gar nicht mehr, oder doch? Da laufen wir völlig falsch. Ein Familienministerium, was an bestimmten Tagen die Regenbogenflagge hisst und Gelder ausgibt für Gender und Gedöns, sage ich jetzt mal, und die Familienabschaffung vorantreibt, dadurch, dass Kinder im Kindergarten schon beigebracht bekommen, ja, sie können auch ein Mädchen sein oder ein regenbogenpupsendes Glitzereinhorn. Das fördert nicht unbedingt das Zusammenleben zwischen Mann und Frau, und ich denke, da sollten unsere Steuergelder auch nicht hineingehen. Wir von der AfD sind der Ansicht, dass wir Familien entlasten müssen, und zwar um ein Vielfaches. Blicken wir nochmal in die 70er und 80er zurück oder noch früher. Da hat der Papa gearbeitet. Es gab zwei oder mehr Kinder. Man hatte Mäuse, man hatte genug zu essen. Und es war auskömmlich zu leben mit einem einzigen Gehalt. Das können Sie heute vergessen. Das, was uns früher verkauft worden ist als Freiheit der Frau, nämlich dass man in die Erwerbstätigkeit gehen kann, ist heutzutage, das muss. Ja, Frauen und Männer, Mama und Papa, müssen beide arbeiten, um sicherzustellen, dass die Familie zurechtkommt. Das möchten wir so nicht. Wir von der AfD möchten gerne wieder zu dem Punkt zurück, dass sich Eltern aussuchen können, wer ist uns ja egal, Mama oder Papa, dass sie zu Hause die Kinderbetreuung selbst übernehmen möchten. Da möchten wir dann hier wenden. Wenn die Kinderbetreuung outsourcen, dieses neudeutsche nette Wort, und sich jemand Fremdes um unsere Kinder kümmert, dann verdient derjenige Geld. Sozialkasse wird bedient, Rentenkasse wird bedient. Was passiert denn, wenn Sie selber Ihre eigenen Kinder zu Hause betreuen? Dann kriegen Sie vielleicht 3 Rentenpunkte und das war's. Gleiches mit Haushaltsführung. Ja? Haushalt machen wir so nebenbei, gell? Wenn wir das outsourcen und in fremde Hände geben, haben wir das gleiche wieder. Wenn das über die 450-Euro-Basis hinausgeht, Sozialkasse, Rentenkasse, es werden Steuern generiert. Wenn wir das selber machen, nichts. Und das ist einfach eine Riesensauerei, dass wir die Arbeit, die die Familie zu Hause bewältigt, dafür, dass wir es alle schön und lebenswert haben, dass wir das nicht wertschätzen. Das geht gar nicht. Da müssen wir wieder hin, dass Familienarbeit wertvolle Arbeit ist. Familien sind die Keimzelle unserer Gesellschaft. Da gehen wir hin. Familien in eine Armut zu drängen heutzutage, wenn sie ein mittelständisches oder mittleres Einkommen haben und 2 Kinder, dann sind sie ganz nah an der Armutsgrenze. Jetzt kommt noch wieder Energiepreiserhöhung, CO2-Steuern hinzu, viele gehen in die Erwerbslosigkeit. Also was da auf uns zurollt, das möchten wir von der AfD so nicht geschehen lassen. Wir haben Anträge gestellt, dass zum Beispiel Kinderbedarfsartikel günstiger werden, dass man da nicht die volle Mehrwertsteuer bezahlen muss, sondern nur in Anführungszeichen 7%. Wir möchten gerne wegkommen von diesen Almosen, was eine Kindergelderhöhung anbetrifft, also ob ich jetzt 8 Euro pro Kind im Monat mehr habe oder peng, das sind Feigen mit dem Eisenschreier pro Kind. Also das ist eine Frechheit. Das heißt, die AfD möchte gerne, dass die Familien ein Familiensplitting langfristig haben, dass nicht nur Ehegattensplitting betrieben werden kann, sondern wir haben Kinderfreibeträge pro Kind, stellen wir uns dann besser. Ja, wir möchten haben, dass in Deutschland Leute wieder sagen, ja, wir möchten Kinder. Das traut sich ja heute keiner mehr. Diese ganze Blase von Familie und Beruf, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das ist eine riesengroße Lüge, weil die Menschen, die beides tun, Mütter, und da rede ich aus Erfahrung, ich habe ja 4 Kinder, und war immer der Hauptverdiener unserer Familie, die reiben sich über die Gebühr auf. Das betrifft gerade Frauen.
Die reiben sich über Gebühr auf, wachsen über sich hinaus und gehen ganz häufig in Krankheit, Depression oder Burnout. Warum? Weil sie das Gefühl haben, sie machen nichts mehr richtig. Ständig mit dem schlechten Gewissen, ich habe mein kleines Kind im Kindergarten abgegeben, wird es da wirklich gut betreut? Was wir jetzt aus den Kindergärten gehört haben, lässt ja auch das Gegenteil schließen. Ich weiß nicht, ob das in Jammersheim auch war mit diesem Original Play, ob Sie das gelesen haben. Da gehen irgendwelche Leute ohne Führungszeugnis, ohne größere Ausbildung in Kindergärten hinein und ballen sich mit den Kindern dort. Dabei kommt es auch zu intimen Berührungen. Ja, was ist denn das? Das ist ein Paradies für Pädophile, die sich an unseren Kindern glücklich tun, ohne dass das jemand merkt, weil die erzählen das zu Hause ja auch nicht. Die kleinen Kinder erzählen das nicht unbedingt. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass wir mit unserer Kampagne dann gewirkt haben, dass jetzt die einzelnen Bundesländer und auch die Kommunen sehr genau hinschauen, was passiert denn in unseren Kindergärten und das zum Teil auch schon unterbunden haben. Also AfD wird, wenn wir wirklich sagen, hier, das läuft total falsch, das kriegen mittlerweile Gott sei Dank viele Leute mit und es wird dann abgestellt, also aus der Opposition heraus. Und apropos wird abgestellt, gebt ihr mir schon Zeichen oder habe ich noch ein paar Minuten? Okay, so. Jetzt sagen Sie doch mal endlich, was Sie machen im Bundestag. Ja, das macht, wollte ich gerade apropos abstellen. Wir haben im Bundestag es geschafft, mit den Familienpolitikern zusammen, der Frau Giffey mit ihrer besondere Neigung für bunte Familien und besondere Neigung zu Frühsexualisierung im Vielfaltsbereich, einen Strich durch die Rechnung zu machen. Das sogenannte Regenbogenportal ist gravierend eingekürzt worden. Das können Sie gerne mal einsehen. Da standen vorher Literaturhinweise, was Kindern an Kindergärten vorgelesen werden soll, gerade auch für Zweijährige. Die sollten vorgelesen bekommen, wie sich beispielsweise homosexuelle Paare gegenseitig lieben. Das gibt es dort jetzt nicht mehr. Das haben wir erreicht, dass sowas herausgekürzt wird. Also das ist eine ganz wichtige Geschichte. Wissen Sie von der AfD denken, dass sich doch bitte jeder lieben möchte, wann er will, wie er will und mit wem er will, solange es unter Erwachsenen und einvernehmlich stattfindet. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber wir möchten haben, dass das nicht öffentlich ist ständig und man möge bitte Kindern nicht ständig die Fragen beantworten, die sie nie gestellt haben. Also kleine Zweijährige fragen nicht unbedingt alle Mama oder Papa oder liebe Kindergartenbetreuerin, wie lieben sich denn bitte gleichgeschlechtliche Paare? Also das ist mir jetzt noch nicht untergekommen, hat mich noch kein Kind gefragt. Das ist so ein Ding. Und das andere, was wir im Bundestag wirklich erreicht haben, vielleicht haben einige von Ihnen die Plakate auch aufgehängt, Meister statt Master, sagt Ihnen das noch was? Mit dieser Kampagne haben wir nicht nur die Herzen der Mitte der Gesellschaft erobert, also von Leuten, die ja wissen, dass mehr Studenten, die abbrechen, ja, der Wirtschaft und dem Handwerk nicht wirklich was bringen, sondern das Handwerk Goldenen Bodenland hat uns dafür geliebt und gewählt. Und bereits 2018 hat die Frau Ministerin Karliczek im Bundestag das Gleiche wiederholt, wo ich dann auch wirklich sehr applaudiert habe. Also wir brauchen mehr Meister statt Master. Und seit 2018 haben wir immer Anträge an den Bundeshaushalt gestellt, was bitte erhöht werden möge im Bereich der beruflichen Bildung. Und auch da haben wir es geschafft, Zuwächse zu erzielen im Bereich beispielsweise der Begabtenförderung unter den Berufsschülern und in den Berufsausbildungen. Und wir haben dort im Bereich von Stipendien und so weiter ein Umdenken erreicht, dass es nicht mehr nur noch Geld gibt für Studenten, sondern eben auch für Berufsschüler. Und das ist eigentlich mit der schönste Erfolg bisher, dass es uns gelungen ist, mit diesem da Vorreiter zu sein, mit dieser Kampagne, die so wirklich nötig ist für die Gesellschaft. Denn ja gut, also in 20 Jahren haben wir sonst ganz viele Akademiker, die zu Hause sitzen und frieren, weil die Heizung kaputt ist. Und irgendwann fährt mal der Ferrari vor, der Installateur steigt aus, richtet kurz die Heizung, lässt sich viel Geld geben und fährt weiter. Also da laufen wir ja hin. Und das umzukehren, da eine Trennwende einzuleiten, das ist uns gelungen aus der Opposition heraus und das beflügelt uns zu mehr. Wir haben im Bereich der Hochschulfinanzierung tatsächlich auch erreicht, dass genauer geschaut wird, wofür wir unsere Gelder
Gelder ausgeben, dass die Hochschulen freier sind, ihre Geldmittel auszugeben, ist uns partiell gelungen, weil die Sensibilität entstanden ist, auch bei der FDP, dass es nicht sein kann, dass wir immer mehr von diesem Wasserkopf haben, von Leuten, die Dinge studieren, die nur staatsabhängig dann bezahlt werden. Ja, wir haben ein Problem, wenn wir immer mehr Sozialpädagogen, Lehrer, Beamte, ja, und was machen eigentlich die ganzen Leute, die Gender-Gaga und Gedöns studieren? Fahren die alle Taxi? Also die kommen auch abhängig beschäftigt vom Staat unter und niemand erwirtschaftet eigentlich wirklich Steuern. Das ist ein Problem. Wir als AfD-Fraktion haben im Bundestag das hingekriegt, dass nochmal ein bedeutender Blickwinkelwechsel hin auf die MINT-Fächer erreicht worden ist, auch mit dem Fluss der Gelder. Das kann natürlich auch sein, dass das in den Büchern nur so aussieht, aber wir feiern das als einen Erfolg im Bundeshaushalt 2019, der jetzt für 2020 erstellt werden wird, dass wir noch stärker schauen, dass wir MINT-Fächer stärken. Und zwar nicht nur für Girls, sondern für alle. Also nicht einfach nur Girls Days und Girls müssen in die MINT-Fächer, sondern alle sollten befähigt werden, Mathematik so auskömmlich zu beherrschen, dass sie an der Universität auch ein Studium abschließen können. Vielleicht noch Überlegungen zu diesen Bestrebungen, Menschen rüber und hinüber zu schieben in den unterschiedlichen Bereichen. Wir sehen den Sinn nicht, Frauen aus Berufsfeldern auf Biegen und Brechen abzuziehen, denen sie aber von Herzen und von ihrer Neigung her zugeneigt sind. Also Frauen befinden sich ja oft in den schlecht bezahlten Berufen wie Krankenschwester, Pflegerin, Kindergärtnerin, Lehrerin, das sind ja alles Berufe, wo man immer hört, die sind so wahnsinnig unterbezahlt und da ist ja auch was dran. Die wollen wir schieben in die MINT-Fächer. Dann haben wir aber noch weniger Leute in den Pflegeberufen, Kindergärten und so weiter. Also das ist ein Riesenproblem. Wir können nicht einfach Frauen da wegnehmen, woanders hinschieben und wer macht das dann? Beispiel Kreuznach. Ja, dort ist jetzt Michelin eingegangen, also im Zuge des Industriesterbens rund um die Autoindustrie ist dort der Reifenhersteller eingegangen. Viele von den Menschen stehen auf der Straße zukünftig. Da kam die Landrätin dort auf die tolle Idee, wir brauchen ganz viele Pflegekräfte, gerade auf dem Land, dann können die doch alle umschulen. Und ich glaube, dass diese Landrätin, wie ganz viele Politiker, vieles nicht verstanden hat, was mit Beruf und Berufung zu tun hat. Ich kann nicht einfach Leute, die dafür gebrannt haben, für Michelin zu arbeiten, von der Straße nehmen und sagen, Mensch, wir brauchen jetzt und wenn du, dann machst du das einfach. Wir haben ja auch genug Repressionsmöglichkeiten, Leute in diese Tätigkeit zu zwingen. Aber jeder, der seinen Beruf als Berufung lebt und mit Herz und Verstand betreibt, der weiß, dass man nicht einfach Pflegekraft wird, einfach so. Das muss man wollen. Und das macht es einfach nicht besser. Letzter Satz noch zur Bildung. Wo wir in Zukunft hinwollen, ist, dass wir wieder gute Bildung für alle haben. Wir finden es total falsch, eine Schule für alle zu forcieren, wo keiner mehr richtig gefördert wird. Wir haben in der einen Schule für alle Niveaus zusammen, vom ehemaligen Hauptschüler bis hin oder über den Förderschüler bis hin zum Gymnasiasten und mittlerweile auch ganz, ganz viele Leute, die der deutschen Sprache gar nicht mächtig sind. Das ist ein Riesenproblem, denn wir haben unser System nicht verändert. Will heißen, wir funktionieren im 45-Minuten-Takt. Mit der gleichen Kennzahl der Kinder, also bis 28 Kinder pro Klasse, und Sie sind ein bisschen ältere Semester, Sie können rechnen, bedeutet, wie viele Minuten hat ein Lehrer für den Schüler, den Einzelnen pro Stunde? Das ist nicht so viel. Da wird niemand mehr gefördert. Und wir möchten dorthin, dass wieder jedes Kind nach seinen Leistungen, nach seinen Möglichkeiten gefördert wird. Und wenn das bedeutet, dass wir die Förderschulen erhalten, weil an diesen Förderzentren ausgebildete Pädagogen für diese Schüler sind, mit entsprechenden Unterstützungsmaschinerien müssen es ja manchmal sein, damit das optimal läuft, dann sind wir da sehr dafür. Wir möchten unbedingt haben, dass in Schulklassen Kinder sitzen, die der deutschen Sprache mächtig sind, weil sonst kann ein Unterricht auf Deutsch nicht stattfinden. Gar nicht. Und das ist nicht
nicht nur, also man muss das mal in die Perspektive setzen, das hat mit Fremdenfeindlichkeit jetzt wirklich gar nichts zu tun, ja, weil die Kinder, die versetzen sich mal bitte in die Kinder, die verstehen nichts, das läuft alles an denen vorbei. Möglicherweise haben die Sachen, über die wir hier sprechen, noch nicht mal. Wie sollen die da Anschluss finden? Diese Immersion, die immer geheilt wird und wo gesagt wird, das ist das Allerwichtigste, was wir in den Schulen machen müssen und man lernt das am besten, indem man einfach drin sitzt, das trifft so nicht wirklich zu für Schüler und das sage ich auch aus eigener Erfahrung als Studentin, die plötzlich nach Frankreich gegangen ist und recht wenig verstanden hat an Französisch. Ich war dann sehr froh, dass ich 3 Monate erstmal einen Kurs machen konnte, um mich auf das Niveau zu bringen, dass ich die Bücher verstanden habe, dass ich die Lehrer verstanden habe und dass ich mich auch so äußern konnte, dass mich jemand versteht. Wieso soll das den kleinen Kindern hier anders gehen? Das müssen wir unbedingt ändern. Das ist kommunal, aber natürlich müssen wir auch vom Bund her Möglichkeiten schaffen, zu sagen, da müssen Kinder und Erwachsene alphabetisiert werden, wir müssen da Deutschkurse verstärkt noch anbinden und verpflichtend machen. Last but not least, Integration. Ich spreche jetzt mal für meinen Wahlkreis. Integration in deutsche Kultur und in unser Leben kann nicht funktionieren, wenn es in meinem Wahlkreis beispielsweise einen Kindergarten gibt, ohne Beteiligung deutscher Schüler und Eltern. Oder Kindergartenkinder und Eltern. In was soll sich denn da wer integrieren? Wie soll denn das gehen? Ja, also das wird zunehmend schwierig, auch an den Grundschulen. Und da müssen wir wirklich gucken, wie wir da mit umgehen wollen. Und einer der Punkte ist, dass wir genau schauen wollen, das System muss wieder funktionieren. Die Leute, die hier keine Bleibeberechtigung haben, gehen bitte nach Hause. In den Schulen Ausbildungen, solange wie noch nicht darüber entschieden wird oder entschieden ist, ob ein gültiger Titel vorliegt, ist klar, findet Unterricht statt. Aber der Unterricht muss doch dazu bewegen, beispielsweise das befriedete Ex-Krisenland wieder mit aufzubauen. Der Unterricht muss doch nicht dazu führen, dass man auf Biegen und Brechen auch ohne gültigen Titel in Deutschland bleiben kann. Das kann nicht sein, das kostet uns nur Geld und bringt uns überhaupt gar keinen Schritt weiter. Wir müssen genau schauen, wie wir diesen Drehtüreffekt verhindern können. Heute stand erst in der Presse, dass einfach, wie oft sind die Leute schon ausgereist, freiwillig und wieder hereingekommen. Das ist ja 4-5 Mal mit wie vielen unterschiedlichen Identitäten. Das halte ich persönlich für sehr schwierig, weil uns einfach das Geld fehlt, unseren Rentnern ein auskömmliches Leben zu bereiten. Und ganz ehrlich, wenn ich mir anschaue, die Leute, die ermöglicht haben, dass ich in den Kindergarten gehen kann, zur Schule gehen kann, dass die Infrastruktur da ist, damit ich von A nach B fahren kann, ohne größere Probleme und. Die wühlen in Speyer beispielsweise im Papierkorb nicht nach Flaschen. Die suchen die Reste auf der Maximilianstraße vom Essen, was die Leute weggeschmissen haben, und schlagen das in ihre Reinfallzeit und nehmen das mit nach Hause. Also ganz ehrlich, wissen Sie, wenn wir in einem Land leben, wo wir uns um unsere eigenen Leute nicht mehr kümmern, die all die Jahre hier mitgearbeitet haben und uns unser sorgloses Leben ermöglicht haben, dann ist das schändlich. Das müssen wir wieder verstehen. Schon angefangen habe, tief in den Abend einzusteigen. Ich hoffe, dass ich noch einige Fragen beantworten darf aus dem Bereich AfD wirkt. Und wenn wir sensibilisieren dafür, dass bestimmte Problemfelder nicht verschwinden, nur weil man uns die Begriffe dafür verbietet, dann haben wir schon viel bewirkt. Wir möchten gerne auch durch unsere Beiträge hier im Wahlkreis, in Germersheim, überall in Deutschland dazu beitragen, dass wir Diskursfelder wieder eröffnen, dass wir über Themen streiten, dass wir eben schauen, was nicht in Ordnung ist und wie kriegen wir es wieder hin, ohne Schaum vor Mund, sondern mit Augenmaß und Sinn und Verstand. Deutschland ist ein wunderbares Land und wir können mit Sicherheit ganz vielen Menschen Heimat bieten. Dafür dürfen wir sie aber nicht wegschmeißen, weil dann kann hier niemand mehr leben. Vielen Dank.